In der Causa um die verweigerte Einreise von Tennisstar Novak Djokovic nach Australien zeichnet sich womöglich eine Wende ab. Der serbische Sportler hat den Ball zurück an die Behörden gespielt. Er hat sich nämlich Mitte Dezember schon mit Corona angesteckt, sagt er. Er ist somit genesen und erfüllt damit die Kriterien für eine medizinische Ausnahmegenehmigung zur Einreise. Während Djokovic weiter in diesem Hotel für Ausreisepflichtige ausharrt, geht es im Match um seine Einreise Schlag auf Schlag. Erst wird dem Tennisstar die Einreise verweigert, offenbar wegen mangelhafter Dokumente. Jetzt legen seine Anwälte nach. Sie sprechen von einem positiven Testergebnis, datiert mit 16. Dezember. Allerdings, am 17. Dezember, also einen Tag später, hatte Djokovic in den sozialen Medien Bilder verbreitet, die ihn bei einer Veranstaltung zeigen. So oder so, Djokovics Einreise sei vorab sowohl vom Veranstalter der Australian Open als auch von der Einwanderungsbehörde genehmigt worden, so die Anwälte des Tennisstars. Einreisen darf eigentlich nur, wer geimpft ist. Djokovic ist das offensichtlich nicht. Der Tennisstar ist ausgesprochener Kritiker der Impfpflicht. Seinen Impfstatus hat er nie offengelegt. Wie das Match nun ausgeht, entscheidet wahrscheinlich ein Gericht am kommenden Montag.